Werte Hörer meiner Vorträge, ich danke euch, dass einige einzahlen, also den Ausgleich schaffen zu meinen Videobeiträgen. Ich möchte euch heute etwas mitteilen, wo das Licht ist tatsächlich. Ich meine nicht das Sonnenlicht, sondern das Licht tatsächlich, die Kraft, die dann von der Kraftausgießung kommt am 30. Mai. Und das ist bald. Wenn wir jetzt gegen Osten schauen und wir gehen im Osten, dem Osten entgegen, immer weiter, weiter geht unser Geist. Er geht immer weiter, bis es heller wird, strahlender, lichter, leichter. Und wir gehen noch weiter, bis es dem Geist beinahe wehtut, weil es so hellstrahlend ist. Ein gleißendes Licht, ein unaufhörliches, helles, strahlendes Licht. Und der Geist geht dahin, empfindet dann einen Übergang, ein Tor, das sich öffnet. Gleißend, hell, strahlend, in weiter Ferne sieht er dann einen hohen, hellen Berg, auf dem eine Burg thront, hellstrahlend, kraftvoll. Und den Geist zwingt es auf die Knie. Der Menschengeist, der von weiter Ferne auf diese Burg schaut, auf den Gral, die Gralsburg, der kann nur noch eines tun, in die Knie gehen. Wenn ihr diese Reise macht, dann geht es nur, wenn ihr nach Osten schaut. Denn dort ist das Licht, nur dort. Dort öffnen sich alle Tore für den Menschengeist. Der Menschengeist selbst kann im Gral nicht sein. Er würde verbrennen. Es würde ihn hinausschmeißen. Der Druck ist zu groß. Denn dort tut sich nur aufhalten, was rein geistig ist. Was also im Reinsten des Geistigen sich aufhalten kann. Wir sind dies auch geschaffen. Und der König, der dort thront, ist Parzival. Er ist tatsächlich Parzival und führt dort und leitet die gesamte Schöpfung. Gottes Kraft des Lichtes, also seine Ausstrahlung, Gottes Ausstrahlung, die dann in die Schöpfung kommt, wird dort aufbewahrt im tatsächlich Gralskelch. Der Gralskelch ist nicht nur eine Sage, er ist tatsächlich. Denn dort wird wallend und wogend das Gotteslicht, die Gottesausstrahlung aufgenommen, die dann am 30. Mai ausgegossen wird über alle Weltenteile. Und es sind 7. Mit davon Ephesus und die Erde. Und noch viele hundert oder tausend andere Planeten in diesem System. Die Schöpfung wird also erneuert, die Krafterneuerung geschieht durch diese Krafterneuerung aus dem Licht Gottes. Das Licht Gottes kann nicht durch eigene schnelle Strahlung aus dem Wesenlosen, aus Gott direkt herabkommen auf die Erde, da würde hier alles verbrennen. Es muss also aufgefangen werden im Heiligen Gral, in der Gralsburg, wo Parzival der Gralskönig ist. Nun müsst ihr aber für besseres Verstehen die Gralsbotschaft lesen, sonst kommt ihr nicht tatsächlich
ins Lebendige des Aufnehmens. Ich kann hier nur Worte sagen, mehr aber müsst ihr erleben dann im Lebendigmachen der Worte. Und dazu dient die Grasbotschaft im Lichte der Wahrheit von Abdushin. Der Gral ist tatsächlich im Osten das Licht und wir sollen auch gegen Osten beten. Also wir stellen uns, hier ist der Westen, stellen wir uns also in den Osten. Wir stellen ihm Osten entgegen und wir beten so rein, wie wir es können. Beten. Es gibt dazu ein Morgengebet, ein einfaches, wo wir die Kraft bitten. Dann gibt es ein Dankgebet am Tag, wo wir einfach danken ihm, dem Schöpfer. Dann gibt es ein Mittagsgebet, wo wir danken, dass er, der Herr, unser Gott, die Speisen segnet. Und es gibt ein Abendgebet, damit wir in Ruhe in den Schlaf kommen. Denn im Schlaf geschehen viele Dinge, die sehr wichtig sind. Nicht nur muss der Mensch den grobstofflichen Ringschlüsse begehen, abschließen. Er muss es nicht tun, dass er Menschen unbedingt auffindet, im grobstofflichen, was er immer schwieriger wird durch das Weltgeschehen. Er kann es also durch den Traum, dazu muss er sich mit demjenigen verbinden, im Traum, mit demjenigen Menschen, damit es auch ein Ringschluss Auslösung kommt. Es soll zur Auslösung kommen, denn viel Zeit ist nicht mehr für den Menschengeist, um alles zu bereinigen, was Dunkles in ihm schlummert. Die Reue, die Buße, sie muss sein, sonst kommt der Mensch nicht über das Gericht hinweg. Er kann Vergebung geben zu Menschen, denen er Leid zufügte, aber auch zu denen, die ihm Leid zufügten. Auch da braucht es Vergebung seinerseits. Tut er das nicht, bleibt er stehen. Es gibt Stockung. Genauso wie es im Blut Stockung gibt und der Körper erkranken kann durch die Stockung, muss auch der Geist diese Feinheiten vollbringen. Tut er es nicht, dann kann er an Körper und Seele erkranken, bis er dann ganz abfällt im Geistige. Der Geist ist tatsächlich im rein Geistigen dort, wo der Gral aufgefangen wird, wo die Kraft Gottes sich verankert, als Zentrum, als Kraftwerk Gottes sich zeigt im Gral, in diesem großen Kelch, wo Gottes Kraft wallend und wogend aufgefangen wird von lichten, großen, hohen Engel behütet wird und dann zur rechten Stunde am 30. Mai in die Schöpfung gegossen wird. Jedes Tier, jede Pflanze, alles, was lebt und gedeiht, bekommt diese Kraft der Erneuerung. Der Menschengeist, der sich öffnet, dieser Kraft, es wird ihm hundertfach Kraft oder sagen wir zehnfach Kraft. Und das ist schon sehr viel, wenn man bedenkt, wo man steht. Zehnfache Kraft ist dann ein solcher Impuls und eine Krafterneuerung, dass er aus sich heraus freudiger wird, elastischer. Sein Geist wird so elastisch, dass er Dinge tut und macht und sagt, ja, sogar seine Stimme kann sich anheben, sogar seine Sprache kann sich veredeln und so weiter. Also achtet am 30. Mai, dass ihr frei habt an diesem Tag, dass ihr in euch geht und euch sammelt.
Ihr sammelt euch so, dass die Kraftzufuhr Gottes, die Schöpfung in euch, nicht nur über euch bleibt, sondern sie kann sich wirklich in euch senken. Versteht ihr? Ihr könnt diesen rein geistigen Impuls, der ausgesendet wird, könnt ihr aufnehmen, wie eine Flamme, aber ihr müsst es wollen. Also, ihr öffnet euch in der Empfindung, könnt ihr es wahrnehmen, was mit euch geschieht. So ist es ein einfaches, mit Geist sich der geistige Öffnen. Ja, so viel zum Gral, zum Heiligen Gral und der Gralsburg, zum Ausgangspunkt für alle Schöpfung. Der Ausgangspunkt ist nicht bei Gott für alle Schöpfung, sondern er geschieht im Gral, weit weg vom Göttlichen, weit weg von Gott selbst. Dort, wo Urgeistiges und Reingeistiges sich aufhält. Dort, wo gearbeitet wird für die Schöpfung, wo lichte Wesen weben und fluten, kommt das Licht herab zu denjenigen, die erleuchtet werden. Alles kommt von dort für den Menschengeist. Denn der Mensch ist Geist und hat er sich damit abgefunden, dass er aufstreben kann, dass er aufgehen kann, ganz, dass er so streben kann, dass er behütet ist. Kraftvoll steht, wie ein Fels im Meer. Dann kann ihm nichts Dunkles mehr anhaben, nichts Dunkles mehr kann ihm geschehen, es sei denn, er lässt das Dunkle noch rein, irgendwo an einer Ritze seiner Seele. Normalerweise wird er behütet, der Mensch, von der Kraft Gottes und seinen Streitern. Er kann sie rufen und sie helfen ihm. Sie sind sofort da. Auch Erzengel Michael ist da. Nur, das wäre dann ein großes Kaliber und wer die Trabanten Luzifers um sich hat oder ab und zu gestreift wird von ihnen, der soll dann Erzengel Michael auch rufen. Der Heilige Gral, der Gral, er ist nicht bei den Menschen, aber kommt am 30. Mai sein Fluten herab in Strahlung zu den Menschen. Wer sich öffnet, dem geht ein Licht auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kommt einer Erleuchtung gleich, wie dann der Mensch kraftvoll darin steht. Erhaben, selig, schaut er auf und bedankt sich für diesen Kraftsturm, denn sein Leben kann dann geändert werden. Aber er muss es wollen. Der Mensch kann also am 30. Mai sein ganzes Leben verändern, wenn er es will. Er kann es durch das Wollen der reinen Empfindung lenken und er muss aber darin neu werden. Der Mensch muss neu werden. Und dann kommt die Fühlung, dass Geistiges ist, dass Geistiges dauernd um ihn ist. Und dann kommt weiterhin die Fühlung, dass hier einer sein muss, hier auf der Erde, der diese Fühlung nach oben verbindet. Eine Verbindung nach oben schafft derjenige, der eine Verankerung schafft.
wesenhafte. Auch in der Karlsburg gibt es hohes, lichtes, wesenhaftes. Aber das wäre jetzt zu viel gesagt, zu viel verlangt, um das zu erkennen, zu sehen. Dazu müsst ihr die Karlsbotschaft lesen. Denn jeder fasst es anders auf. Schade, dass ihr nicht reden könnt. So muss ich immer zuerst erfahren, erfühlen, was ihr von mir wollt, was ihr hört. Und ich könnte ganz viel mitteilen, aber ich weiß nicht, ob das auch angesagt ist. Die Welt, wie sie ist, wird eine andere sein. Ausmalen. Es kommt ganz anders. Es kommt nochmals ganz anders. Auch was Irlmeier mitteilte, kann der Mensch durch seine Dummheit und Unzulänglichkeit kann er tatsächlich aufhalten. Soweit, dass es nicht eintrifft. Dann, wenn es der Mensch will. Und so kann vieles aufgehalten werden, durch des Menschen Trägheit, Bequemlichkeit und Anmaßung. Was heute in der Welt ist, ist das Mitleid. Und viele Menschen wollen helfen, dauernd helfen. Und sie sehen nicht, dass es gar nicht geht, dass sich die Menschen gar nicht helfen lassen. Das ist das Mitleid. Das richtige Barmherzigkeit sein ist dann das Mitgefühl, unterscheidet von Mitgefühl und Mitleid. Sonst könnt ihr es nicht fassen. Sonst werdet ihr immer vergebens helfen und euch herabziehen lassen. Ihr werdet also immer schwerer und dunkler, denn der Mitleid hat, der wird euch herab. Abreißen ins Dunkle und Schwere. Er kann nicht anders, denn er ist wie ein schwer Verwundeter, der nicht anders kann als jammern. Ja, eigentlich jammern sie. Der aber mit Mitgefühl hat für alles, was ihm begegnet, der steht darüber und vor allem er hat Abstand. Er kann trotzdem Mitgefühl haben. Aber diesen Abstand ist sehr wichtig, damit er immer frei bleibt. Denn es braucht die freien Menschen, die kraftvollen, freien Menschen, die dann tatsächlich dieses Friedensreich auch aufbauen. Mithelfen zu wirken am Friedensreich der 1000 Jahre. Es soll ein Abbild sein von oben, von weit oben, wo ich vorher war. Mit euch im Heiligen Gral. Es soll ein Abbild sein vom Gral. Und das soll nun die Menschheit aufbauen. Das können nur die reinen, die reinsten Menschen machen, denn anderes wird nicht mehr geduldet in den reinen Hallen des neuen Menschentums. Der Gral, der Heilige Gral. Öffnet euch in dieser Zeit vom 28. bis 31. Mai. Öffnet euch ganz dieser Kraft. Wenn ihr könnt. Ja, es ist sogar ein Muss, denn der Mensch muss nun tatsächlich wirklich das Geistige an erster Stelle stehend auch leben. Nicht nur denken, er hat noch Zeit, denn er hat keine Zeit mehr, der Mensch. Zu verstrickt ist er in diesem Gewühl von Materialismus, irdischen Überhebens und Angst.
ihn plagt, nur für Irdisches. Würde sich losreißen von allem, so würde für ihn ganz Neues aufgehen. Eine ganz neue Welt würde sich für ihn jetzt schon auf der neuen Erde auftun. Aber dazu muss er reifen. Er muss es auch verstehen, dass es anders auch möglich ist. Versteht er es nicht, dann muss er so weitermachen wie bisher. Aber auch ihn drängt es dann und zwingt es ihn, in die Handlung zu gehen. Also immer mehr Geistiges aufzunehmen, sich für Geistiges zu interessieren. Ja, kommen wir nochmal an den Anfang zurück. Das Licht ist tatsächlich im Osten. Ja, im Osten liegt das Licht. Und ihr könnt weit, weit hineingehen. Immer weiter, tiefer hineingehen im Osten, wenn ihr euch dann dort aufhält. Da geht es weiter, ein Tor geht auf. Es wird lichter und heller und strahlender. Und ein weißes Licht. Golden Strahlen des Lichts kommt euch zu. Es umfasst euch, es umhüllt euch und ihr werdet hoch gehoben. Geistige Führer und Helfer kommen und wollen euch hinauf begleiten zum Gral, damit ihr den Gral einmal erblicket in weiter Ferne. Ein reiner Geist kann bis an die ersten Stufen des heiligen Tempels kommen. Nicht einmal Buddha konnte so hoch. Er hatte wohl vielleicht ein Verlangen, aber etwas streikte in ihm. Es war immer noch Irdisches, was an ihm haftete. Und auch die Frau fehlte ihm, die ihn hochgeführt hätte. So ist der Menschengeist. Entweder er geht in die reinste Demut, in Gottes Demut, denn das andere wäre, die menschliche Demut wäre Hochmut, da bleibt er auf der Erde. Das ist dann geistiger Hochmut des Menschen und er glaubt, es sei Demut. Die wahre Demut aus Gott, die Gottesdemut, wo der Mensch aufnehmen muss und bringen muss, ist ein Knien vor der Größe Gottes, ein Hinknien, ein sich ergeben seiner Macht, seiner Vollkommenheit, damit der Mensch sieht und erfährt, wie klein er ist. Dann Schritt für Schritt die kleinen Dinge tun, die anfallen, damit auch die großen Dinge kommen können, sonst ist er nie bereit, der Mensch, für die großen Dinge. Auch ich musste die kleinen Dinge tun, auch dann, wenn sie unscheinbar waren oder sie haben sich mal versteckt. Sie waren einfach nicht mehr da, oder? Und trotzdem waren immer noch kleine Dinge da. Aus dem Alltag, oder? Diese kleinsten Dinge, dass man die tut, dass man sich einen Plan macht, die kleinen Dinge, und diese zu Ende bringt, ist ganz wichtig. Denn in vielen kleinen Dingen gibt es ja ein Ganzes. Und wenn dieses Ganze erfüllt wurde von kleinen Dingen, kann erst das Große kommen. Vorher kommt das Große nie. Nie. Auch nicht für Berufene, nicht für Jünger, nicht für Apostel. Es kommt nie. Deshalb achtet auf die kleinen Dinge. Er zwingt aber nicht voreilig etwas. Tut mal die kleinen Dinge. Wie ich heute dieses Video machte, ich wollte was ganz anderes sagen, jetzt mache ich halt dieses Video und so sind diese Dinge, wo jetzt klein sind, sehr wichtig für einen Abschluss, ein Rund. Und ich mache jetzt mit diesem Video
einen runden Abschluss, indem ich einiges einpacke, einzelne Teile einpacke vom Gral, vom Bewusstsein, dass der Mensch in kleinen Schritten vorwärts kommt, um zu den großen Dingen zu kommen. Sonst kommen die großen Dinge nie zu euch. Sie können nicht. Also seid ehrlich mit euch und tut es gern. Seid jauchzend, wenn ihr kleine Dinge tut. Sträubt euch nicht. Und ja, seid nicht negativ für diese Dinge, die klein sind. Sie müssen gemacht werden. Ihr könnt sie machen, damit das Große geschieht. Es muss das Große geschehen. Spätestens im Friedensreich auf der neuen Erde, im tausendjährigen Reich. So rufe ich dem Wesenhaften, kommt, kommt, helft uns. Helft uns heraus, kommt aus der Bangigkeit heraus, ihr Wesenhaften. Schlägt zu und nehmt keine Rücksicht. Lasst es geschehen, dass wir schnell hinüberkommen, dass wir alle schnell in den Übergang kommen. Wir wollen im Friedensreich aufbauen. Die kleine Schar ist bereit. Vielleicht sind es Dutzende, vielleicht sogar 700 oder 7000. Denn jede Kreatur, also jeder Mensch hat Hintergrund hinter sich, jede Menge, 300, 500, 2000 Menschen gleicher Art, die gehen mit, die hören ihm zu, die kommen und gehen mit ihm mit. Es geht nicht anders. Und rings um den Ball, um den Erdenball, sind alle verteilt. Und dann, wenn die Entrückung kommt, der Übergang, sind sie alle da. Alle. Ob sie Recken sind, Jünger, Apostel, Berufene, Goldenkreuzer, und Versiegelte. Ja, es sind die Versiegelten, die gelobt haben, ihm, dem Herrn, zu dienen, ihm mitzuhelfen, ihm, dem der Leiter ist, der leitet den Aufbau, Immanuel, ihm dienen, im Friedensreich. Und es ist bald da. Noch ist das Gericht in vollem Zuge und der Zorn Gottes schwebt über dem Gericht und der Mensch muss es an sich erleiden, erfahren oder einfach glücklich sein, dass es nun endlich losgeht. Endlich hat das Dunkel ein Ende. Das Dunkel hat ein Ende. Spürt ihr das? Dass nichts Dunkles mehr im Ansatz kommen kann, so im Ansatz, im neuen Ansatz, sondern es ist immer noch das Alte, was sich auslebt vom Dunkel. Seht ihr das? Es kommt nun alles vom Dunkel in die Höchstblüte. Alles Niedere, alles Verzehrende, Lasterhafte. Alles Niedere, Lüsterne kommt in die Höchstblüte. Und dann gibt es eine Bewegung auf dieser Erde. Ein Stillstand von einer Sekunde und die ganze Erde ist gereinigt. So schnell geht das. Das ist der Wille des Schöpfers. Wir aber wissen nicht wann. Wie gesagt, die Menschheit kann aufhalten, die Propheten, deren Weissagungen aus Dummheit, aus
Also freut euch am 30. Mai, nehmt frei. Nehmt vorher schon frei, tut euch vorbereitet auf das große Fest, das Taubenfest, das Fest der heiligen Taube. Wir müssen es tun. Der Gesandte ist eine Möglichkeit. Wenn ihr euch bei ihm aufhält, dann ist es die Möglichkeit, dass ihr dann geführt werdet. So viel Licht, so viel hellstrahlendes, pulsierendes, flutendes Licht, das geht gar nicht anders. Ja, schönen Tag haben wir gar nicht noch. Ach, schade, seid ihr nicht da, wenn ich frage. Ich würde so gerne euch die Fragen beantworten. Aber ihr seid alle weit weg. China, Vietnam, Afrika. An die Schweiz. Grüezi miteinander. Ja, so ist man noch verwurzelt mit der Heimat. Was wollt ihr hören? Ganz doch einfach. Warum fragt ihr mich? Warum bekomme ich keine Post von euch? Warum fragt ihr nie, was ist, was euch bewegt? Was euch noch drückt, wo es noch schmerzt. Ich will dabei nicht irdisches, materielles hören von euch, sondern wo drückt es euch wirklich seelisch, geistig? Wo kommt ihr nicht voran? Das ist mein Wirkungsfeld. Da könnt ihr euch merken. Schreibt mir einfach, ihr könnt mich überall finden. Emanuel / Markus@Emanuel-Markus.ch. Ja, jetzt hat es wieder aufgehört zu winden. Jetzt hören die Wesenhaften wieder zu. Und manchmal, wenn sie freudig sind, da machen sie viel Wind. Herrlich, wie frisch. Die Frische des Windes. Nun, dann höre ich heute auf.
stehe schon lange draußen, schon 2 Stunden. Heute war es sehr schwer. Es war viel Lärm. Die Bauern sind alle wach. Da kommen die Flugzeuge, die kleinen, machen viel Lärm. Und die Menschen machen immer noch sehr viel Lärm. Sie wollen immer mehr Lärm machen, anstatt vom Lärm wegkommen. Es müsste doch wehtun, der viele Lärm. Man versteht das gar nicht. Denn wenn ich Lärm mache im Geistigen, dann bin ich ein Materialist. Ich bin im irdisch-materiellen, dann mache ich Lärm. Irdisch-materielles. Bin ich aber im Geistigen, dann versuche ich oder bin so leicht und fein, dass ich mich zurückhalte, dass ich feiner bin in allem, was ich tue. Irdisch-materielle Menschen machen immer Lärm. Ja. Nochmal auf die Feier zu kommen. Seid die Zeit jetzt bei euch. 30. Mai, Feier der Taube. Und es wird weiterhin Versiegelungen geben, die ich auch ausführe als Beauftragter des Herrn. Ihr könnt kommen und ihr könnt euch melden. Wenn der Zeitpunkt ist, der ist noch nicht gegeben. Aber ich nehme gern mit euch Kontakt auf und zur gegebenen Zeit bekommt ihr dann ein E-Mail, wann die Feier stattfindet. Gut, soweit und dann macht es gut. Seid froh, frohen Mutes, geht mutig voran, Gott wohlgetan. Ihr Immanuel Markus Bösch.